Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wie du vielleicht schon hörst, ich bin nicht so ganz fit. Ich habe eine Erkältung und meine Stimme ist nicht so ganz da. Aber ich hoffe, wir schaffen die Audioaufnahme trotzdem und es hört sich nicht zu schlimm an. Nun viel Spaß! Wir werden heute zusammen unsere Schublade unterm Fernseher im Wohnzimmer aufräumen. Da hat sich bisher schon viel unserer Technik befunden und jetzt soll es eine reine Technikschublade werden. Während ich hier gerade sitze, also wir haben Samstagabend, ihr seht das Video morgen schon, das heißt für euch nehme ich gestern das Voice-Over auf, weil es sonst gar nicht funktioniert hätte diese Woche. Mittlerweile geht schon wieder etwas mit der Stimme. Auf jeden Fall am Samstagabend sind natürlich auch mein Mann und mein kleiner Sohn zu Hause. Die sitzen gerade zusammen im Wohnzimmer, das heißt so ungefähr 3 Meter von mir entfernt. Und wie ihr hört, macht der Kleine die ganze Zeit schöne, niedliche Geräusche. Ich hoffe, das ist nicht allzu störend auf dem Video, aber lässt sich leider im Moment nicht vermeiden. Auch, dass ihr meinen Mann mal hören werdet, wird sich nicht vermeiden lassen. Aber wenn es zu schlimm wird, werde ich es rausschneiden. So, ich habe jetzt also damit angefangen, die Schublade auszuräumen und dann auch gleich einmal auszuwischen, wie immer mit Wasser und Spülmittel und dann auch wieder einmal trocken gemacht. Jetzt habe ich mir so einen Ordnungshelfer bestellt. Das ist eigentlich so ein Pfannenorganizer für die Küche. Ich habe gedacht, dass der sich ganz gut anbietet, um da unsere Laptops und iPads reinzustellen. Den werde ich jetzt erstmal zusammenbauen. Da sind diese Bügel extra und dieses ausziehbare Grundgerüst. Ich werde jetzt gleich die Schublade aufmachen und dann werde ich schauen, wie lang dieses Grundgerüst sein darf insgesamt, das heißt, wie weit ich es ausziehen kann. Dann werde ich einen Bügel da reinmachen, damit die Position nicht verloren geht und ich es wieder rausnehmen kann. Und dann werde ich unten die Rutschhämmer dran machen, nenne ich es jetzt einfach mal. Das sind so Gummidinger. Die waren ganz schön schwer dran zu machen. Die haben nur so einen kleinen Schlitz gehabt und den musste man da erstmal draufdrücken. So, jetzt stelle ich den Organizer da rein. Und setze mich erstmal dran und sortiere den Inhalt der Schublade. Wir haben immer gerne die Kartons aufgehoben von unseren Elektrogeräten wie iPhones und AirPods und so, falls man die verkauft. Die Kartons werden wir auch unten lassen, aber den Karton für das iPad, den ihr da gerade gesehen habt, den brauchen wir nicht mehr. Also beziehungsweise den brauchen wir schon noch, aber der kommt auf den Dachboden. Die Kartons für unsere Lautsprecher, die habe ich aussortiert, weil wir die eh nicht verkaufen werden. Das heißt, die können auch in den Müll. Das sind jetzt alles Schutzfolien für unsere beiden Handys bzw. für unsere beiden Uhren. Leider haben da alle Displays andere Größen, sodass wir da irgendwie 4 Packungen an Schutzfolien brauchen. Völlig verrückt. Hier in der Hand habe ich jetzt noch ein paar PlayStation-Spiele und ein Computerspiel, das irgendwie keine Hülle mehr hatte. Das habe ich da jetzt zu dem PlayStation oder zu dem Wii-Spiel gepackt sogar. Naja, mein Mann wird es schon wieder finden. Und wenn nicht, sage ich ihm, er soll sich das Video anschauen, dann weiß er, wo es ist. Jetzt sortiere ich noch die restlichen Kabel durch. Mir ist mal aufgefallen, wie viele USB-Kabel man eigentlich hat. Wir hatten bestimmt 20 Stück oder so. Ich habe jetzt die meisten aussortiert. Wir haben nur noch 2 extra behalten, die gerade keine Funktion haben. Dann haben wir noch im Haus verteilt die alle schon eine Funktion haben. Das heißt, 2 sind Reserve. Die werden wir dann, also nicht die 2, sondern die aussortierten, ungefähr 18 Stück. Nein, ich weiß nicht, wie viele es wirklich sind. Die werden wir dann, entweder über eBay Kleinanzeigen verschenken oder, wenn sie keiner haben will, weil jeder vermutlich so viele hat, zum Wertstoffhof bringen. Ja, für die Kabel habe ich nochmal so neue Organizer gekauft, so Klettbänder, die dann auch während der Benutzung am Kabel bleiben können, sodass man sie nach der Benutzung einfach wieder ums Kabel rumwickeln kann und das Kabel schön ordentlich aufgerollt ist. Genau, die habe ich da jetzt gerade ausgepackt. Jetzt stelle ich das da nochmal eben zur Seite und jetzt zeige ich euch, was wir aussortiert haben. Das ist einmal eine Duftkerze, Adapter und so ein paar USB-Kabel, ein Netzwerkkabel. Ja, das darf dann alles einen neuen Besitzer finden oder zum Wertstoffhof. Jetzt packe ich hier nochmal meine neuen Organizer-Schälchen aus. Eigentlich hatte ich schwarze bestellt.
Die kamen schon Anfang der Woche an. Ich habe nicht reingeguckt, weil ich dachte, was soll schon schief gehen? Eigentlich geht nie was schief. Ja, irgendwie sind sie jetzt weiß statt schwarz. Klar, ich hätte sie nochmal zurückschicken können, aber im Grunde ist es ja auch egal. Ich bin dann jetzt mit meinen Weißen zufrieden. Man muss jeweils noch unter die einzelnen Dinger diese Anti-Rutsch-Dinger kleben. Das mache ich da jetzt. Ich habe ganz viel rausgeschnitten, weil ihr bestimmt nicht 5 Minuten sehen wollt, wie ich Gummipunkte auf Plastikboxen klebe. So, jetzt fange ich an einzusortieren. Das sind erstmal so ein paar Gitarrensachen von meinem Mann. Und dann gucke ich mal, was so wie in die Boxen passt. Da habe ich jetzt gesehen, gut, die Festplatten passen da rein. Dann habe ich ein Etikett fertig gemacht und das dann auch aufgeklebt. Und dann habe ich die Festplatten in die Ordnungsbox gepackt. Grundsätzlich ist das auch so meine Empfehlung, wenn man viele Boxen da hat. Das müssen ja auch keine gekauften sein. Ich habe da ja auch Spieleverpackungen genommen, seht ihr ja. Erstmal ausprobieren, was wo reinpasst, und wenn man sich dann sicher ist, dann erst beschriften. So, jetzt packe ich da nochmal alle USB-Kabel in die Box. Die sortieren wir gleich aus. Also, da habe ich noch nicht gesehen, wie viele das. Also, ich habe schon gesehen, wie viele das sind, aber ich habe da jetzt, ja, weiß ich nicht, habe da nicht weiter drüber nachgedacht, und gleich nehme ich die dann alle raus. So, jetzt mache ich da diese Kabel-Aufwickel-Dinger drum und ja, mache die auch zu. War ein bisschen vergebene Arbeit, weil hinterher habe ich sie wieder abgemacht, weil wir die USB-Kabel aussortiert haben. Aber ja, so ist das beim Organisieren. Manche Sachen macht man umsonst und manche haben halt Bestand. Das ist auch, finde ich, eine ganz wichtige Sache. Das, was ich heute mache, das muss in einem halben Jahr auch gar nicht mehr für uns passen müssen. Das Leben ist Veränderung, und genauso ist es auch die Organisation von Dingen, die man im Haushalt hat. Also nur weil es jetzt heute für uns passt, heißt das nicht, dass es in einem halben Jahr immer noch genauso passt. Ja, da habe ich auch noch zwei von diesen Apple-Kabeln, also USB auf Lightning, gefunden. Die habe ich dann auch zusammen gemacht und ja, erstmal in eine kleine Box getan. Später sortiere ich die noch zu den USB-Kabeln, weil da ja dann nur noch zwei Kabel drin lagen und mit den beiden liegen dann vier drin. Das fand ich dann etwas passender. Ja, genau. Ich gehe jetzt also so die restlichen Sachen durch und ja, schaue, was wo reinpasst. In diese länglichen Boxen passt der Bluetooth-Griff von meiner Kamera zum Beispiel sehr gut, deswegen kommt er da rein. Und auch das Mikrofon, das man auf die Kamera klipsen kann, kommt in diese längliche Box. Das stelle ich gleich erst noch in eine kleine Box, aber am Ende werde ich es dann zu dem, ja, zu dem Haltegriff legen. Und ja, so passt es dann ganz gut zusammen. Da habe ich jetzt alle unsere Netzteile reingepackt. Die ja, haben sich irgendwie so angesammelt. Die früher kamen die ja mit den Handys mit, mittlerweile ja nicht mehr. Aber wir haben die immer aufgehoben, falls man sie mal braucht, braucht man keine neuen kaufen. Und jetzt haben wir viele aussortiert und ja, haben da halt noch viel über. Dahinter sind dann die Akkusachen für meine Kamera, mit der ich gerade aufnehme. Und dahinter seht ihr jetzt das puschelige Mikrofon. Genau, das ist das Ansteckmikro, mit dem ich sonst ja, den Ton aufnehme, wenn ich im Video rede, also kein Voice-Over mache. Das Mikrofon, was ich da jetzt auspacke, das ist mein Mikrofon für Voice-Over. Das heißt, das, mit dem ich gerade aufnehme. Und das packe ich jetzt in so eine große viereckige Box oder auch gleich erst. Auf jeden Fall am Ende ist es dann da drin. Jetzt fällt mir auf, dass ich da noch zwei so Sortierkästen vergessen habe. Das sind einmal die Akkus von der GoPro. Und Speicherkarten, die habe ich zu den USB-Sticks gepackt. Und ganz wichtig, wenn man krank ist, immer Tee mit Honig trinken, hilft zumindest etwas. Mache ich auch gerade beim Voice-Over aufnehmen. Also ja, es kann ja immer nur besser werden. Und ja, nach 2 Corona-Wintern mit Maske tragen ist es, glaube ich, auch nicht verwunderlich, wenn man diesen Winter krank wird. Mein Mann arbeitet in der Schule, hat da relativ viel Kontakt, beziehungsweise vor allen Dingen auch mit Türklinken. Und wir denken mal, dass wir uns ja da einfach mit irgendeinem Erkältungsvirus angesteckt haben. Ich war jetzt auch gar nicht beim Arzt, mein Mann war beim Arzt. Ja, wenn man in Elternzeit ist, hat man den Vorteil, man kann halt auch krank sein oder auch den Nachteil, aber naja, kann ja nur besser werden. So, da
mache ich jetzt wieder so einen Kabelorganizer um das Kabel und roll das wieder so schön auf. Und habe dann gemerkt, dass ich den Organizer nicht mehr bewegen kann und habe es nochmal neu aufgerollt, weil es so viel Spaß macht. Das ist auch ein Kabel fürs Mikrofon. Das kommt dann gleich auch in so eine große viereckige Kiste. Zu den anderen Mikrofonsachen. Der Kleine ist übrigens mittlerweile eingeschlafen bei meinem Mann. Der hält noch seine Hand und sitzt neben ihm. Ist immer ganz niedlich. Ein bisschen Körperkontakt braucht er immer beim Schlafen. So, da habe ich meinem Mann die USB-Kabel gegeben und er sucht sich jetzt die raus, die er behalten will. Wir haben die längsten behalten. Irgendein Kriterium brauchten wir. Also waren es einfach die längsten. Hinten in den Spielekarton habe ich das Babyphone gepackt. Irgendwie bisher haben wir es noch nicht benutzt. Ich weiß nicht. Wir lassen das Baby nie alleine. Bisher war es noch nicht so die gelungene Anschaffung, aber vielleicht, wenn er älter wird. Jetzt ist er ja gerade mal 4,5 Monate. Aber ich kann es mir noch gar nicht vorstellen, ihn mal irgendwie alleine im Bett liegen zu lassen und runterzugehen oder ja, weiß ich auch nicht. Also tagsüber schläft er hier unten, nachts sind wir bei ihm. Ja, mal sehen, ob wir es noch benutzen werden. So, da haben wir dann so einen externen Akku, den packe ich auch in so eine Kiste. Da habe ich jetzt diese Lightning-Kabel auf die USB-Kabel gelegt, wie ich vorhin schon gesagt hatte. In den Korb habe ich jetzt erst überlegt, ob ich da die Taschen, also diese dünnen Taschen von der Kamera packe. Habe dann aber gedacht, nee, da packe ich lieber die Haltegriffe rein, also diese Halteschlaufen für unsere Kameras. Und habe jetzt die Kamerasachen dann in die andere große eckige Kiste gelegt. Da lege ich jetzt nur die GoPro zu. Die Kamera, die da eigentlich noch reinkommt, die kann ich nicht reinlegen, solange ich aufnehme, weil ich nehme ja damit auf. In das nächste kleine Fach habe ich dann die Akkuladegeräte von der Spiegelreflexkamera und der GoPro gestellt. Also wie gesagt, das sind nicht alles meine Kameras. Die beiden Kameras gehören meinem Mann. Mir gehört hier nur die Videokamera. Aber klar, wir nutzen die auch ja, personenübergreifend, sag ich mal. Aber das sind trotzdem Sachen, die ich nicht aussortieren kann. So, dort sieht man jetzt alles Sachen, die in der Schublade waren, die aber woanders hinkommen. Vor allen Dingen auch das Ladekabel fürs E-Bike und so. Und die anderen Sachen haben eigentlich einen anderen Ort in der Wohnung. So. Ich hole jetzt nochmal unsere Laptops, damit die Schublade hier in der Kommode auch leer wird. Denn da wollen wir die Lätzchen und so für unseren Sohn reinlegen. Denn irgendwann wird es mit der Beikost losgehen. Noch nicht in nächster Zeit, aber irgendwann haben wir das schon vor, logischerweise. Und dann sollen die Lätzchen und so in diese Schublade. Und da habe ich versehentlich die Männer umgeworfen. Habe ich danach aber wieder aufgestellt. So, die Tastatur sortiere ich auch aus, weil seit ich einen eigenen Laptop habe, brauche ich die nicht mehr fürs iPad. Deswegen kann die jetzt verkauft werden. Wir haben dann noch ein sehr langes HDMI-Kabel liegen. Das brauchen wir nur zum Wintersport gucken im Winter, weil wir keine Satzschüssel haben und auch keinen Kabelanschluss, können wir nur über den Laptop-Fernsehen gucken. Und da wir noch einen sehr alten Fernseher haben, können wir unsere Apple-MacBooks da nicht anschließen, sondern nur einen alten Windows-Laptop und den halt mit dem HDMI-Kabel, um Wintersport zu gucken. Ja, wir gucken sehr gerne Wintersport, also im Moment lohnt sich das noch für uns. Sollte sich das nicht mehr lohnen, wird das alles aussortiert. So, jetzt stelle ich gerade fest, dass meine Idee gar nicht geklappt hat. Ich wollte das da alles hochkant reinstellen, aber dadurch, dass dieser Organizer auch 2, 3 Zentimeter hoch ist, passt das alles nicht mehr. Beziehungsweise die Taschen würden auch nicht passen, wenn sie auf dem Boden der Schublade liegen. Ja, manchmal sollte man vorher messen, bevor man Ordnungshelfer kauft. Aber man weiß sich ja zu helfen. So, jetzt sehe ich, ja, Tasche passt auch so nicht. Mist. Naja, jetzt stelle ich erstmal die Laptops so rein. Und mache die Bügel so dahin, dass die Laptops nicht rutschen können. Ich finde, das so hochgestellt geht es halt auch. Es rutscht halt jetzt nicht, wer weiß wie. Jetzt sehe ich, Mist, die Tasche von meinem Mann passt auch nicht. Also den Laptop auch ausgepackt, den Bügel dahinter dann wieder so dran gemacht, dass es passt. Und dann kann ich endlich mal das iPad mit der Tasche reinstellen. Das passt zum Glück. Die Taschen werde ich jetzt einfach dahinter legen und dann haben wir die auch immer griffbereit, weil so ein Laptop, den nimmt man ja doch mal öfter mit, wenn man unterwegs ist. So, da liegt noch das HDMI-Kabel und das Ladekabel vom Laptop meines Mannes. Das kommt dann später einfach auf die Tasche. Und hier räume ich jetzt die ganzen kleinen Kisten ein. Ich habe mir vorher nicht angeguckt, wie ich sie hinstellen will. Ich habe mal darauf vertraut, dass es passt. ja, wir haben ja gesehen, mit dem einen Organizer hat es nicht so geklappt, aber, aber mit denen passt es jetzt. Die stelle ich mir da jetzt so zurecht, wie ich es gerne hätte.
Probier da jetzt so ein bisschen rum, ändere gleich nochmal auch diese eine Spieleverpackung, nehme die wieder raus und stell dafür dort einen länglichen Kasten hin. Diese Spielebox stelle ich dann ein bisschen nach rechts zu dem Korb mit den Haltegriffen für die Kamera. Haltebänder. Ja, also, jetzt sehe ich, gefällt mir alles nicht, weil ich da noch einen Organizer hatte, der rein musste. Und dann habe ich das gleich ja, anders gemacht. So, genau, jetzt gucke ich und jetzt stelle ich das alles wieder raus, stelle die Spiele nach links, stelle das dann alles einen Tacken weiter nach links und dann kommen die beiden dann nebeneinander rein. Ja, jetzt mache ich an die beiden langen Kabel auch nochmal so Organizer und roll die auch auf. Ja, wie gesagt, kann man dann nach der Benutzung immer wieder schön zusammen machen und sie halten dann auch und sind nicht so unordentlich in der Schublade. Ist mir immer ganz wichtig, dass die Ordnung einfach zu erhalten ist und nicht irgendwie, ja, einem das Leben schwer macht. Ordnung soll das Leben erleichtern. So, das mache ich jetzt auch bei dem Laptop-Kabel von meinem Mann. Der hat irgendwie noch so ein ganz langes mit so einem Viereck da in der Mitte. Ganz komisch, weiß ich auch nicht. Naja, ist halt so. Genau, jetzt sehen wir das fertige Ergebnis. Da ist alles verteilt. Da kann man auch die Beschriftung sehen. Ja, rechts sind dann unsere Laptops und die Kabel für die Laptops. In der kleinen Tasche ist mein Laptop-Kabel. So, und das war's auch schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche dir noch einen schönen Tag.